Nachrichten und Ereignisse aus dem Burgenlandkreis von Ihrem BLK Regional TV. Von Meine Region, mein Fernsehen. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Freitag hier bei Ihrem BLK TV. Ja, wir haben wieder mal unser Studio verlassen und sind in der Hohenmölzner Förderschule vor Ort, denn hier steigt ein Sportfest. Aber dazu kommen wir im Laufe unserer Sendung. Nach 7-jähriger Bauzeit, ja und Vorbereitung vor allen Dingen, konnte in Weißenfels nun das neue Jobcenter in der alten Sparkasse eröffnet werden. Mein Kollege Thomas Scheidt war vor Ort. Die Mitarbeiter waren schon in den letzten Wochen eingezogen. Nun konnte aber die offizielle Eröffnung nebst obligatorischer Schlüsselübergabe im neuen Jobcenter des Burgenlandkreises in Weißenfels gefeiert werden. Die Gäste wurden im Foyer der ehemaligen Sparkasse von Landrat Götz Ulrich begrüßt. 1934 konnten hier bereits die Bürgerinnen und Bürger ihre Geldgeschäfte abwickeln. Heute befindet sich in der ehemaligen Schalterhalle ein großzügiger Empfangsbereich. Aber nicht nur die beiden Vorstände der Sparkasse Burgenlandkreis schauen neidisch auf das Ergebnis der Umwandlung des alten Geldinstitutes. Lange hat es ja gedauert, aus dem historischen Gebäude an der Saale einen modernen Standort für die Ämter der Kreisverwaltung zu schaffen. 2015 schaffte der Kreistag mit einem Grundsatzbeschluss grünes Licht für die Investition, die dann einmal 14,1 Millionen Euro verschlingen soll. Die reine Bauzeit von Renovierung der alten Sparkasse und der notwendigen Anschlussneubauten dauerte nur ein gutes Jahr. Somit konnte im Juli 2020 bereits das Richtfest gefeiert werden. Die Frage dann natürlich an Landrat Götz Ulrich, warum hat es denn so lange gedauert? Naja, zunächst muss man eine Finanzierung sicherstellen. Das heißt, man muss erst mal sehen, bekomme ich von irgendwo Fördermittel? Die haben wir bekommen. Von der Stadt Weißenfels über die Städtebaufördermittel des Landes Sachsen-Anhalt. Immerhin 3 Millionen Euro, die aus Landesmitteln dazugekommen sind. Zusätzlich noch Mittel der Stadt Weißenfels, sodass wir insgesamt einen Betrag von 4,5 Millionen als Unterstützung erhalten haben für diese Investition. Und dann mussten wir das Ganze auch mit unseren Kreisräten und auch mit unserer Kommunalaufsicht besprechen, denn es kostete am Ende jetzt 14,1 Millionen Euro. Ein großer Brocken, der musste aufgebracht werden. Dann Baugenehmigung, über einen langen Zeitraum archäologische Untersuchungen. Hier sind wir in einem historischen, mittelalterlichen Bereich der Stadt Weißenfels, sodass also auch für die Stadtgeschichte hier Untersuchungen unbedingt stattfinden mussten. Zwei Neubaugebäude und die Sanierung des historischen Gebäudes, das dauert seine Zeit. Aber das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Das findet auch der Präsident des Landesverwaltungsamtes, Thomas Pleil. Sein Amt hat 4,5 Millionen Euro Fördermittel eingebracht. Das Gebäude fällt auf und ist eine Visitenkarte für Weißenfels, stellt der Präsident in seiner Rede fest. Aus Sicht des Vorbesitzers der Immobilie der Sparkasse weckte das neue Gebäude gleich eine gewisse Begehrlichkeit, so der Vorstand des Geldinstituts Mario Kerner. Also ich denke als erstes, hier würden wir auch am liebsten einziehen, nein Spaß beiseite. Also ich bin sehr froh, was aus der alten Sparkasse geworden ist. Ich selbst habe hier noch nicht drin arbeiten können, aber viele meiner Kolleginnen und Kollegen in der Sparkasse und die natürlich seit 96, seit wir da in den anderen Standort gezogen sind, mit Wehmut auf das Gebäude gesehen haben und auch geschaut haben, dass es eben ja quasi dem Verfall preisgegeben worden ist. Und dass man jetzt wieder eine schöne Immobilie hat im innerstädtischen Bereich, welches auch einer guten Nutzung zugeführt wird und sehr modern anmutet, ist wirklich eine feine Sache. Und da freuen wir uns wirklich, was hier aus dem Gebäude wieder geworden ist. Hinter 250 neuen Türen und auf 2520 Quadratmeter Nutzfläche werden insgesamt 185 Mitarbeiter ihren Dienst für die Bürgerinnen und Bürger versehen. 115 sind es allein im Jobcenter des Kreises, dem Frau Gutwin vorsteht. Somit gebührte der neuen Leiterin dann auch die Ehre, den überdimensionalen Schlüssel aus den Händen des Landrates in Empfang zu nehmen.
Damit endet auch die Zeit im alten Jobcenter im Weg nach der Marienmühle. Die Arbeitsbedingungen waren hier zum Schluss nicht mehr ideal. Immerhin seit 2005 wurde hier gearbeitet. Neben dem Jobcenter ziehen auch Ämter des Burgenlandkreises mit ein. Im Einzelnen sind das Rechnungsprüfungsamt, das Pflegekinderwesen, die Gerichtshilfestelle und die Stabsstelle Strukturwandel. Damit die Kommunikation zwischen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut klappt, wurden insgesamt 12 Kilometer Kabel und Datenkabel verlegt. Auch der Innenhof der neuen Immobilie, dem einige Altgebäude weichen mussten, lädt nicht nur zum Abstellen von Fahrzeugen ein, sondern bietet auch eine Oase der Ruhe zum Ausspannen. Von dort hat man auch einen guten Blick auf die gelungene Architektur mit einer Mischung von alt und neu. Wer nutzt denn neben dem Jobcenter noch die Immobilie, Herr Landrat? Das Jobcenter ist der größte Nutzer mit 110 Mitarbeitern ungefähr. Aber es ist auch ein Teil des Jugendamtes, das hier einziehen wird. Das Rechnungsprüfungsamt des Burgenlandkreises wird hier einziehen. Und auch ein Teil unserer Stabsstelle, die für den Strukturwandel tätig ist. Und das ist im Hinblick auf die wirtschaftlichen Entwicklungen, auch für dieses interkommunale Gewerbegebiet, was wir hier in oder bei Weißenfels errichten wollen, auch von Bedeutung. Als ich letzte Woche mir vor allen Dingen das historische, wie heißt das, Vorstandszimmer von dem Sparkassendirektor wahrscheinlich war es, also Ihr Zimmer, Herr Kerner, als ich in dem Zimmer Ihrer Vorgänger war, da ist eine wunderbare Glaskunst auch wieder denkmalgerecht hergerichtet werden. Diese Fenster sollte sich jeder mal anschauen, sind wirklich sehenswert. In diesem Zimmer, meine Damen und Herren, ist natürlich auch Mobiliar drin, es ist ein Beratungsraum heute. Da können alle Sitzungen stattfinden, da wird der Betriebsausschuss des Jobcenters sagen, sie werden Personal, also Führungskräfte dort zusammennehmen. Wir werden vielleicht auch mal den Kreisausschuss dort tagen lassen. Aber das Mobiliar passt da nicht rein. Das ist quadratisch praktisch gut, so wie es Ihnen die öffentliche Verwaltung anschafft, wenn sie Stühle und Tische anschafft. Ja, es muss funktionieren, aber es passt, wenn Sie sich das anschauen, nicht zu der historisch sanierten Raum, zu dem Raum Interieur. Und deshalb, wenn die Sparkasse schon dieses Objekt uns derart in den Kreishaushalt rübergeschoben hat, Herr Kerner weiß es schon, ist unsere dringende Bitte, keine Aufforderung, dass das Mobiliar da drin nochmal durch die Sparkasse genauer betrachtet und durch passendes Mobiliar auf Kosten der Sparkasse ersetzt wird. Das hatte sich Sparkassenvorstand Mario Kerner sicher so nicht vorgestellt, als er die alte Immobilie der Sparkasse besuchte. Der Landrat nahm dem ehemaligen Besitzer der Immobilie gleich mal mit in die Verpflichtung. Ja, Sie haben sich wahrscheinlich vor ein paar Minuten gedacht, wäre ganz schön gewesen, wenn ich heute nicht hierher gekommen wäre. Der Landrat hat Sie verpflichtet. Es gibt hier das Vorstandszimmer. Das wurde wohl etwas spartanisch eingerichtet nach Behördenvorschrift. Quadratisch praktisch gut, wie er gesagt hat. Und er hat Sie in die Verpflichtung genommen, hier für ansprechendes Mobiliar zu sorgen. Ist das ein Thema, was die Sparkasse überhaupt leisten kann in der heutigen Zeit? Das ist jetzt natürlich schon eine Aufgabe gewesen. Also ich glaube auch nicht, dass er damit so einen Schreibtisch meint, an dem ich jetzt sitze. Also ich denke, wir müssen jetzt wirklich mal auf die Suche gehen. Aber ich sehe das auch als Verpflichtung an. Also dass wir sagen, als ursprünglicher Eigentümer, auch als Gründer der Immobilie, dass wir zumindest einen kleinen Beitrag leisten können, um auch das denkmalgeschützte, altehrwürdige Direktorenzimmer mal wieder herrichten zu können. Also die Aufgabe übernehmen wir gerne. Ich hoffe, dass es auch seinen Geschmack trifft. Im Zimmer befinden sich auch alte Bleiglasfenster mit besonderen Inschriften. Was dort geschrieben steht, das erläuterte uns der Landrat. Also man muss sich solche Glaskunstfenster vorstellen aus den 30er Jahren. So ähnlich wie das Neo-Rauch heutzutage wieder macht, so sehen die aus. Die können Sie vielleicht dann auch mal zeigen. Und da gibt es drei Fenster mit jeweils einem Spruch: Ehret die Arbeit und achtet den Arbeiter. Aufwärts aus eigener Kraft und durch Fleiß und Sparsamkeit zum Wohlstand. Das bleibt jetzt als Überschrift für die Zusammenarbeit dieser ganzen Verwaltungsbereiche des Burgenlandkreises hier so stehen. Das ist eine gute Sache, dass sich jeder daran erinnert, was hier auch früher mal war. Herr Landrat, wir können nur sagen, dem neuen Jobcenter und den Teilen des Landratsamtes Glück auf für eine gute Zukunft und vor allen Dingen, dass alle immer sehr gerne hier dieses Gebäude besuchen. Glück auf. Musik.
Moin, Großer! Alles Gute zum 18. Sei nicht traurig. Freu dich auf deine Freiheit. Ab heute stressfrei wohnen bei der WVW. Hey Schnucki, was machst denn du? Ich schaue Angebote durch. Ich hab deine Idee, komm mal mit. Ah, warte, ich brauche noch meine Angebote. Machen auch Sie Schluss mit lästigem Prospektewälzen. Im E-Center Hinze bekommen Sie immer alles frisch, günstig und von vielen regionalen Erzeugern. Wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Lebensmittel, Freiburger Weine und Naumburger Bier. Entscheiden auch Sie sich bewusst fürs Einkaufen und Genießen in Ihrer Heimat. Wir lieben Lebensmittel und freuen uns auf Ihren Besuch. Ihr E-Center Hinze in Naumburg. Weitere Meldungen aus unserem Burgenlandkreis haben wir für Sie wieder kurz und knapp zusammengefasst. Hier unser Newsblog. Aktuelle Verkehrsmeldung aus dem Burgenlandkreis. Die Ortsverbindungsstraße von Karsdorf nach Burgscheidungen wird in der Zeit vom 23. Mai bis voraussichtlich 30. September wegen Kanalbauarbeiten halbseitig gesperrt. Die Regelung des Verkehrs erfolgt hier mit einer Ampelanlage. Bürgerbegehren unzulässig. Das Landratsamt des Burgenlandkreises hat den Beschluss des Gemeinderates der Stadt Naumburg vom 7. Oktober 2021 über die Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens zur Reaktivierung der Schifffahrt an Saale und Unstrut bestätigt. Gegen den Gemeinderatsbeschluss waren zwei der unterzeichnenden Bürger in Widerspruch gegangen. Das Amt für Kommunalaufsicht und Wahlen als zuständige Kommunalaufsichtsbehörde der Stadt Naumburg erließ am 11. Mai die entsprechenden Widerrufsbescheide. Das Bürgerbegehren stellte am 23. August 2021 folgende Frage: Sind Sie dafür, dass der zwischen der Stadt Naumburg-Saale und der Saale-Unstrut-Schifffahrtsgesellschaft MbH einvernehmlich ausgehandelte Pachtvertrag abgeschlossen wird? Diese Fragestellung einschließlich Begründung erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen des Kommunalverfassungsgesetzes an die hinreichende Bestimmtheit der Fragestellung. Die in einem Bürgerentscheid abstimmenden Bürgerinnen und Bürger müssen den Inhalt und die Tragweite ihrer Entscheidung genau erkennen können. Dies ist aber nicht der Fall, wenn Sie über den Abschluss eines konkreten Vertrages entscheiden sollen, dessen Inhalt Ihnen gar nicht bekannt ist. Außerdem gab es auch noch keinen einvernehmlich ausgehandelten Pachtvertrag, wie die Fragestellung vorgibt. Vielmehr gab es offene Punkte, über die man sich im Detail noch nicht hatte verständigen können. Die Unterzeichnenden konnten somit die rechtlichen und finanziellen Folgen und die Tragweite ihrer Entscheidung nicht eindeutig erkennen. Aus diesem Grund hat das Landratsamt Burgenlandkreis die Entscheidung des Gemeinderates der Stadt Naumburg für rechtmäßig erachtet und hat die hierigen gerichteten Widersprüche zurückgewiesen. Prüfer ausgezeichnet. Die Industrie- und Handelskammer Halle Dessau hat 73 Prüfer der Aus- und Weiterbildung sowie der Sach- und Fachkunde für ihr 10-, 20- und sogar 30-jähriges Engagement ausgezeichnet. Im Rahmen einer Festveranstaltung in den Frankischen Stiftungen in Halle verliehen IHK-Vizepräsident Jens-Uwe Jahnke und Petra Grimm-Benne, Ministerin für Arbeit, Soziales und Integration, die bronzenen, silbernen und goldenen IHK-Ehrennadeln und Ehrenurkunden an 5 Prüfer aus dem Burgenlandkreis. Kinderlehrgang in Zeitz. Am 2. Mai Samstag gegen 10 Uhr trafen sich rund 40 Kinder der Zeitzer Kampfsportgemeinschaft unter dem Motto »Dranbleiben und Erfolge sichern« zum Kinderlehrgang in den Klinkerhallen.
Auf dem Plan stand das Erlernen neuer Techniken und Technikkombinationen aus dem Wettkampfdisziplin Duo. Mit dem Lehrgang sollten die Teilnehmer auch an die Wettkampfdisziplin herangeführt und dafür motiviert werden. Extra für diesen Lehrgang konnten wir Pauline Motes aus Bernburg gewinnen, die zusammen mit Tobias Schiller von KSG das Training gestaltete. Beide Trainer haben bereits erfolgreich auf nationalen Meisterschaften gekämpft und konnten ihre Erfahrungen in die Vermittlung der Techniken einfließen lassen. Los ging es mit einer spielerischen Erwärmung, bevor das Erkennen der ersten Technik aus der Wettkampfdisziplin auf dem Plan stand. Um neben dem Erlernen der neuen Techniken den Spaßfaktor hochzuhalten, streuten die beiden Trainer Spiele zur Abwechslung ein. Der Lehrgang stand ganz im Zeichen des Aufholen nach den langen Trainingspausen aufgrund der Pandemie. Poller für Verkehrssicherheit aufgestellt. In der großen Deichstraße in Weißenfels wurden Anfang der Woche im Auftrag der Stadt auf Höhe der Beuditzschule Poller errichtet. Auf diese Weise soll verkehrswidriges Parken verhindert und der bauliche Zustand des Gehweges geschützt werden. Immer wieder wurden Autos auf dem Gehweg abgestellt. Die Fahrzeugführer fuhren dafür über die hohen Bordsteine. Sowohl diese als auch das Kleinpflaster des Gehweges sind für derartige Belastungen bautechnisch nicht ausgelegt. Im unbefestigten Bereich des Weges stehen zudem Bäume, die ebenfalls geschützt werden sollen. Es ist möglich, dass noch weitere Poller aufgestellt werden, da bereits jetzt zu beobachten ist, dass die errichteten Barrieren umfahren werden und wieder Autos auf dem Gehweg parken. Die Zufahrt zum Parkplatz der Beuditzschule bleibt aber auf jeden Fall erhalten. So, liebe Zuschauer, und nun wird's sportlich und wir wollen mal schauen, was hier so los ist in der Hohenmölzner Förderschule beim Sportfest. Es herrschte Gewusel und gute Laune auf dem Schulhof der Förderschule in Hohenmölzen. Denn die Kinder, die haben sich schon lange auf ihr Sportfest gefreut, das übrigens alljährlich durchgeführt wird. Am Donnerstag war es nun soweit. Bevor der Startschuss fiel, haben wir mit Schulleiterin Elke Buchner gesprochen, was denn so alles geplant ist. Also wir machen jedes Jahr ein Sportfest, das ist aber nicht ein Sportfest wie im üblichen Sinn, sondern bei uns wird das immer auf die lustige Art gemacht, lustige Spiele mit Büchsenwerfen und Biathlon, aber da haben wir keine Gewehre, sondern wir schießen mit Wasserpistolen die Büchsen ab. Wir wollen also Spaß daran haben, wir hängen Wäsche auf in einer richtigen Reihenfolge, machen Dartspiele und dieses Jahr ist es ganz besonders groß bei uns zu feiern, weil wir haben Eltern und Gäste mit eingeladen. Sonst machen wir das immer alleine mit den Kindern hier. Aber wir wollten einen Höhepunkt schaffen, nachdem unser Weihnachtsmarkt 2 Jahre lang ausgefallen ist. Wollten wir einfach mal wieder sagen, hallo, uns gibt es noch alle hier an der Schule. Und wir haben natürlich einen riesen Grund zu feiern. Wir haben erfahren, dass unsere Fördergelder für die Schule genehmigt wurden. Und da wollten wir uns bei all denen bedanken, die uns dabei unterstützt haben. Das ist natürlich unser Bürgermeister Andy Haug, der vorn stand immer bei allem und unsere Eltern und mich unterstützt hat. Und hier immer gesagt hat, diese Schule muss bleiben. Unsere ehemaligen Eltern, ehemaligen Schüler, die vor Jahren einen Lauf geplant hatten und auch durchgeführt haben zum Kultusministerium nach Magdeburg. Und da haben wir unsere Aufmerksamkeit bekommen und Dank an alle die, die da mitgelaufen sind. Und dort haben wir das erste Mal gekämpft für die Schule. Und damals hat noch keiner gedacht, dass wir heute noch hier sein können und ein Sportfest feiern können. Und dafür meinen herzlichen Dank an alle, die dabei waren, die uns jetzt noch unterstützen und mich vor kurzem, als ich so ein bisschen eine schwere Zeit hatte und meine Pädagogen auch da wieder hinter uns standen. Und ich finde es nur so toll und war so gerührt. Und da haben wir gesagt, jetzt muss was passieren bei uns hier, jetzt dürfen wir wieder. Und daraufhin haben wir dieses Sportfest geplant. Dann sollte es aber losgehen. Zu Beginn reihte sich erst einmal Danksagung an Danksagung. Eine Herzenssache von Elke Buchner. Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Eltern, liebe Gäste und Pädagogen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich nicht ein Kind von langen Reden bin. Aber heute wollte ich doch so ein paar Worte hier verlieren und loswerden. 2 Jahre ist unser erlebnisreicher kleiner Weihnachtsmarkt hier bedingt durch Pandemie ausgefallen. Nun wollten wir doch einmal einen Höhepunkt im Schulalltag für uns alle
und die, die immer Unterstützer und Helfer im Schulleben hier bei uns sind. Ja, wir wollen gemeinsam feiern. Und Gründe dafür gibt es einige. Der allerwichtigste und schönste ist natürlich, dass wir erfahren haben, dass die Fördermittel für unsere Sanierung der Schule bereitgestellt sind. 4,2 Millionen. Ich freue mich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, gemeinsam mit uns Sport treiben zu wollen. Bei unserem lustigen Sportfest geht es nicht darum, wer ist der Stärkste, der Schnellste oder Beste oder die Größte, sondern wir wollen im Team von Schülern, Eltern, Gästen und Lehrern miteinander tolle Überraschungen erleben, die Herr Schuppert zu Hause vorbereitet hat für uns. Keiner sollte an dieser Stelle vergessen werden. Und so galt ihr besonderer Dank Frau Schumann, ihrem kleinen Chef, wie sie sich ausdrückte. Und wie ihr alle seht, es ist wirklich der kleine Chef. So unterscheiden wir groß und klein bei uns. Wir wollen uns alle bei ihr und ihrer Klasse bedanken. Natürlich auch den anderen Kindern, die uns so fleißig in dieser Woche unterstützt haben und die alles hier vorbereitet haben. Mit einem lustigen Tanz und einem passenden Lied dazu nahm das Sportfest dann seinen Lauf. Sieger waren sie am Ende alle. Es war wieder ein tolles Sportfest. Und wie heißt es so schön? Nach dem Sportfest ist vor dem Sportfest. Na dann, und bis zum nächsten Mal, 2023. Fitness gibt ein gutes Gefühl, aber es fehlt die richtige Motivation? Wir haben sie. Sie erhalten einen Zuschuss von 100 Euro für Ihre Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Damit fällt es leicht, regelmäßig etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Abrechnen können Sie diese Mehrleistung ganz einfach über Ihr gesundes Konto. Dort finden Sie auch viele weitere Zuschüsse der AOK Sachsen-Anhalt. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Jetzt. Jetzt bei Radio Saalewelle. Jetzt geht es auch sportlich weiter, denn wir kommen zu den Sportansetzungen fürs Wochenende. Und das Ganze wieder in unserem Sportblick. In der Oberliga Süd empfängt am Samstag die Elf von Blau-Weiß Zorbau die Kicker vom FC Einheit Rudolstadt. Anpfiff ist um 14 Uhr.
Im Burgenlandpokal kommt es zu folgenden Begegnungen. SG Lossan läuft zu Hause am Samstag bereits um 14 Uhr gegen den BSC Laucha auf. Wacker Wengelsdorf empfängt die zweite Mannschaft vom SSC Weißenfels. Und für die Elf vom ESV Herrengosselstedt geht's zum SV Merpendorf. Hier rollt der Ball am Samstag jeweils ab 15 Uhr. Das Spiel SG Blau-Weiß Bad Kösen gegen den 1. FC Zeitz findet erst am Mittwoch statt. Handball. In der Sachsen-Anhalt-Liga der Männer geht's für die zweite Mannschaft vom HC Burgenland zum HV Rot-Weiß Staßfurt. Beginn ist hier am Samstag um 18 Uhr. In der Verbandsliga Süd läuft die Mannschaft vom WAV am Sonntag auf heimischem Parkett gegen das Team von Thale Westerhausen auf. Los geht's um 16 Uhr in der Inge-Schanding-Sporthalle. Kommen wir jetzt noch zum Floorball. Nach dem Auswärtssieg am vergangenen Wochenende haben die UHC-Damen nun zwei Matchbälle, um das Finale zu erreichen. Nach dem knappen Spiel gegen Hamburg geht es nun um den Finaleinzug. Beide Partien werden in der Westhalle Weißenfels ausgetragen. Dazu ist zu sagen, dass das Spiel am Sonntag nur stattfindet, wenn es den Hamburgern am Samstag gelingt, die Serie auszugleichen. Wir sind aber noch nicht am Ende unserer Sendung angelangt. Alle Handballfans, aufgepasst. Wir haben wieder die neueste Folge für Sie von 7 Meter. Viel Spaß bei spannenden Hintergrundberichten, dem Liga-Alltag und Interviews aus der stärksten Liga der Welt. Sieben Meter ist zurück und zwar mit einem Topspieler der Liquimoli HBL. Jim Gottfriedsson zieht bereits seit 2013 die Fäden im Rückraum der SG Flensburg-Handewitt. Jetzt hat er es bei uns in der Hand, seine persönliche Traumsieben aufzustellen. Hallo, ich bin Jim Gottfriedsson, das ist mein Traumsieben. Ich bin ja durch meine Karriere mit ein paar vielen guten Torhüter, aber ich würde Kevin Möller wählen. Ich habe mit ihm erstmal 3 Jahre gespielt. Ich finde, seine Entwicklung durch die Jahre, auch in der Nationalmannschaft, zeigte, dass er schon eine Top-Torwart ist und hat schon auch die Qualität, also wirklich zuzumachen im Tor und hat alles nur parat und alles. Muss ich einen guten Freund wählen, Hampus Wanne, meine Schwede. Freund bedeutet viel über die ganze Karriere für mich. Ich finde, er ist ja einer von den besten Linksaußen jetzt in der ganzen Welt, macht viel Tore und halt ein super Typ. Als Rückkommen links würde ich Lukas Nilsson wählen. Für mich ein guter Freund auch, aber ich finde seine Stärke hat ja nicht viel Handballer. Habe ich zusammen mit ihm viel in der Nationalmannschaft gespielt und sein Wurf finde ich ist nur hart und knallhart. Ein richtig guter Halblinker. Ich werde Rasmus Lauge wählen. Ich finde, das ist ein Spieler, habe ich mit ihm 3-4 Jahre hier in Flensburg gespielt. Er hat alles, seine Qualitäten, Durchbruch, Sprungwürfe, rechts, links, Abwehr. Er hat alles, was ein Handballer braucht. Weltmeister als 2007, Holger Glandorf. Das gab 3-4 Jahre, wo er unstoppbar war, hat Tor gemacht über die ganze Bahn. Und ich finde Beindruck mit diesen Würfen von diesen kleinen Armen eigentlich. Rechtsaußen wird ein Däne sein, Lasse Svahn, Teamkollege, guter Freund für mich. Ich finde, man guckt nur seine, was er gewonnen hat über seine ganze Karriere, das sagt ja fast alles. Ich meine, olympische Siege, doppelte Weltmeister, deutsche Meister, alles. Das ist ja schon beeindruckend, dass man das über so lange Jahre schafft. Ein guter Freund, vielleicht der speckigste Freund, was ich habe, Andreas Nilsson aus Westbrem. Hat viel in der Nationalmannschaft mit ihm gespielt. Man kann nur den Ball reinwerfen und ich weiß nicht, was er hat auf seine Hände. Er fängt alles und macht immer Tor und hat das auch lange Jahre über die Champions League gemacht und ich finde beeindruckend wirklich. Und damit geht es zum HC Erlangen und zwei Spielern, die schon das Trikot der deutschen Nationalmannschaft überstreifen durften. Antonio Metzner und Sebastian Firnhaber treten für uns im Emoji-Quiz an. Zwei Kinder. Keine Ahnung. Steffen Veit. Steffen Veit. Woran hast du erkannt? Ja gut, doch, zwei Kinder hat er und der Löwe, weil er früher mal ein Kätzchen war.
Nee, darauf wäre ich nicht gekommen. Oh, das sind viele. Ja. Schon. Du bist Uni-Abschluss. Das bist du. Ja, weiß nicht. Das mag halt Chrissy, jeder. Chrissy Beste, sag ich. Ja gut. Okay. Kaffee-Sommelier. Ja, aber Kaffee und Student ist. War das ein Student? Ja, Abschluss. Also, das ist ja so. Ja. 16 Leute auf jeden Fall. Das könnten 16 sein. Ja, die meisten auf jeden Fall. Wer war die Virenschleuder? keine Ahnung. Hast du es nicht reingebracht, Toni? Nee. Ausnahmsweise mal nicht. Alles andere schon. Oh, ihr Nationalspieler. Gut, das ist jetzt drei Leute. Es gibt keinen weiteren, ne? Das ist jetzt so. Ich sag Christoph Steinert. Richtig. Ha! Die gute 33% Chance. Fettspein unter Umständen. Oi. Antonio Metzner. Okay. Weiß ich nicht, weil Söldner. Ich mag ein Geld. Söldner. Ich bin Söldner. Helf mir, Toni. Komm, für die Spannung. Naja, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Es könnte sein, dass das unser Chef aller Chefs ist. Ja, aber dann würde ich sagen, René Seike. Ja. Okay. Dann ist das punktlos. Ja. Ja, aber wer war es? War? Ah. Na, okay. Scheiße. Ah, okay. Hab ich nicht dran gedacht. Ja, gut. Ich auch nicht. Nico Büdel, weil Bühl mal eine Eule war. Riesenheim. Ja, du kannst einfach unsere Mannschaftskollegen besser als ich. Ja, kein Problem. Ich setze mich mit dem Team auseinander. Dankeschön. Es kann munter weitergeraten werden, und zwar mit der HSG Wetzlar. Stefan Czabor und Anadin Suljakovic probieren sich im Lippenlesen. Abwehrspieler. Abwehrspieler. 7 Meter. 7 Meter. Einwurf. Einwurf. Sperre. Spieler. Sperre. Spiele. Sperre. 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 Okay. Next. Pfosten. Nochmal. Pfosten. Okay, next. Was? Nächste, mach nochmal. Mittellinie. 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 Zeitstrafe. Zeitstrafe. Sperre. Sperre. Spiele. R. Sperre. R. Sperre. Nein, next. Pfosten. 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 War nicht. Was? Sperre. R. R. Sperre. 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 Kreisläufer. Sperre. Okay. Nochmal. Okay. Mach nochmal. Sperre. Sperre. Bravo. Letzte. Jetzt. Pfosten. 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 Bravo, Bratte! Und das war's auch schon wieder mit 7 Meter für heute. Die nächste Ausgabe gibt es am 25. Mai. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder zur nächsten aktuellen Sendung am Dienstag hier bei Ihrem BLK-TV. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut. Meine Region, mein Fernsehen.